Der Reiche und das Königreich. Ein Mann will Jesus folgen. Einmal kam ein junger, reicher Mann zu Jesus und fragte ihn: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das weißt du doch, antwortete Jesus. Halte dich an das Gesetz, das Gott dem jüdischen Volk gegeben hat. Was heißt das genau? Fragte er. Bring niemanden um, sag nichts Unwahres über jemand anderen, stehle nicht, brich nicht die Ehe, wertschätze deine Eltern und liebe jeden wie dich selbst. Das habe ich mein ganzes Leben lang getan. Was fehlt mir dann noch? Nun ja, wenn du Gott ganz gefallen willst, dann verkaufe alles, was du hast und komm mit mir. Da wurde der Mann traurig und ging weg. Er war nicht bereit, seinen großen Reichtum für Jesus aufzugeben. Es ist sehr schwer für einen reichen Mann zu Gott zu kommen, weil er viel aufgeben muss, erklärte Jesus seinen Jüngern. Eins dürft ihr aber wissen: Alles, was ihr für mich aufgegeben habt, werdet ihr hundertfach zurückbekommen.